Es riecht verbrannt hier. Du und ich Deutsch haben gelernt hier in Grundschule? Wo ist die? Gibt's hier unten eine Grundschule? Ja, hier. Eine allgemeine Hochschule und Gymnasium gibt's auch. Dafür habe ich gesorgt. Mehr Bevölkerung, ja. Wie wäre es, wenn hier mal ein paar Leute reinziehen in die Stadt? Ich meine, 54.000 ist ein bisschen wenig. Okay. Ich glaube, das ist noch alles stabil. So. Das Wasser scheint jetzt auch komplett okay zu sein. Dann können wir mal wieder ein bisschen Money rüberwachsen lassen. Bahnbrechende Forschung beim Technikpark. Eine Reihe von Technikfirmen arbeitet zusammen mit der Technologie von morgen. Okay. Das ist doch schön. ...150.000 dürfte nochmal genügen. Und wir eben warten, bis das hier mal wieder auf blau ist. Ich weiß nicht, ob das mit blau... Nicht rot, blau. Warum machen wir eigentlich so viele Ausgaben? Gesundheit, Polizei, Bildung. Oh. Also wir müssten eigentlich mal das machen. Ja, Lebensqualität verbessern. Frage, ob die jetzt schon ausgebaut sind. Ja, sind sie. Okay. Ich hoffe, das hat nicht irgendwas instabilisiert. So. Braucht Energie. Hat aber eigentlich Energie. Nur das Spiel checkt es nicht. Ich bin dumm. Halten Sie das Budget im Auge. Ja, mache ich. Keine Sorge. Ich bin zufällig Experte auf dem Gebiet. So. Boote. So. So ist okay. Und so auch. So passt das doch. Und dann hier noch so eine Kurve. Und hier unten kann man nochmal eine schöne Stadt hinbauen. Also jetzt nicht ultra schön, aber zumindest nochmal zum Leben so. Bam, 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 bam. Wer würde hier nicht gerne wohnen? Ich meine, hier so zwischen Fabriken und so. Finde ich schon ziemlich geil. Fehlen aber noch dann die Bushaltestellen. Ja. Nicht, dass sich da noch irgendwer beschwert. Polizei haben wir hier. Was haben wir nicht? Oh.
Können wir bauen. So, dann, wie sieht eigentlich mit unserem Krankenhaus aus? Scheint ja zu passen. Parks. Haben wir schon ein paar gebaut, aber nicht sehr viele, ne? Können ja mal sowas bauen. Richtig krasses Wohnviertel dahin machen. Ja, und dann noch meinetwegen hier so ein Naturgedöns hin. Ja. Was so Sportmäßiges. Bams. Und dann bauen die da schon was Ordentliches hin. Voll das Villenviertel hier. Es gibt Probleme mit der Polizei. Hat sich erledigt. Können wir eigentlich noch eine Straße bauen, um die Situation hier zu verbessern? Ja, sieht okay aus. Die Straßen scheinen nicht ultra überlastet zu sein. Es gibt verschiedene Wege, überall lang zu fahren. Aber ich denke, dass diese Straße hier ziemlich leiden wird. Hier so das Gebiet. Warum eigentlich? Die meisten fahren bestimmt dann so, wenn sie hier müssen. Oder wenn dahin, dann vielleicht so. Ah, die sind intelligent genug. So, was gibt's denn so für Dings? Glücksspiel? Ne, Tourismus. Messegelände. Alter. Ne. Was ist eigentlich mit dem Öl? Positionieren gar kein gutes, so viel Öl. Prozessorfabrik. Hey, warum haben wir die auf einmal zum Bau genehmigt bekommen? Okay. Nö, mache ich nicht. So, warum machen wir kein Plus? Wo gehen wir so? Bildung geben wir so viel aus. Krass. Wir haben nicht genug Einnahmen durch Dings. So. Müssen wir mal gucken, dass mehr Leute in die Stadt ziehen. Hier voll das Villenviertel. Was geht hier so ab? Oh, nicht so viel. Oh ja, hier will man wohnen. Hier kommen dann die ganzen Produktionsteile hin, wenn das mal fertig ist. Achso, die können mal das hier machen. Fuck, jetzt habe ich das falsch platziert. Egal. Brennt. Feuerwehr ist unterwegs, Boys. Wo immer die auch lang gefahren ist. Bestimmt so. Wenn das schneller geht. Spiel wird es wohl besser wissen. Ich fährt vielleicht immer den schnellsten Weg. Was? Uns gefallen die hohen Steuern nicht. Uns gefallen die hohen Steuern nicht. Okay. Ja, das kann ich dafür, ne? Gibt es irgendwelche Beschwerden? Wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Echt? Richtige Sherlocks. Sherlocks, Kelloggs. Ja, aber wir bauen schon die ganze Zeit aus. Das könnte was werden. Dass wir nochmal vorher der Pleite ins Plus gehen. Das ist durchaus möglich.
Hier können wir noch mal ein bisschen das Leben verbessern. Vielleicht noch was Sport. Finden die Kids ja immer so fresh. Baut mal um, Leute. Das sorgt dafür, dass wir jetzt aber relativ viele Ausgaben haben. Dann gucke ich. Na, wir müssen jetzt einfach gucken, dass das aufs Plus geht durch den ganzen Ausbau der einzelnen Wohngebiete. Dürfte aber eigentlich passen. Weil sowieso die besseren Wohngebiete höhere Steuern haben. Kann auch mal mehr Leute in die Stadt kommen. Ah, unsere Stadt muss einfach mehr bieten. Obwohl, die bietet ja eigentlich alles, was man zum Leben braucht, ne? Wir haben eine Schule, haben wir sogar ein Gymnasium, allgemeine Hochschule hier oben. Oh, es passt. Ist okay. Hatte ich schon überall? Hier hatte ich, da hatte ich. Passt eigentlich alles. Jo. Oh, nur noch 460. Schaffen wir es über die Null. Also über das Minus. Oh, ein Bötchen. Es fährt vorbei, ich will es andrücken. Es geht nicht. Schade. Bevölkerung muss man ein bisschen sich erhöhen. Aber sonst geht es unserer Stadt eigentlich gut. So, die sieht doch eigentlich ganz knorker aus. Ich gehe nochmal eben hier rüber. Und guck, dass ich, wie machen wir das jetzt bezüglich der Produktions-City? Dass wir denn nochmal ein bisschen Geld... Oh. Dass wir denn nochmal ein bisschen Geld rüber schicken. So. Einfach weiterlaufen lassen. In der Zeit produzieren wir wieder Geld. So. Da schicken wir mal 150. Ja. Und dann weiter geht's. So. Ach, das Geld ist jetzt noch... Wann kommt denn das? Okay, jetzt ist drüben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier wieder